In der Banner Bittengassen, da hat sie sich bitten lassen, heißt es schon in einer berühmten Songzeile von Helmut Qualtinger. Wir melden uns hier aus der Banner Bittengassen und vor 5 Jahren haben sich die Menschen nicht wirklich groß bitten lassen, denn seit 5 Jahren ist ja die Maria-Hilfer-Straße eine Begegnungszone und Vizebürgermeisterin Birgit Hehmein und auch der zuständige Bezirksvorsteher von Maria-Hilfer, nämlich Herr Rummelhardt, die ziehen eine sehr positive Bilanz nach einem halben Jahrzehnt. Wir sehen sie auch auf diesen Bildern, es ist eine Begegnungszone, die Wienerinnen und Wiener, die haben sich mittlerweile natürlich daran gewöhnt. So viel Aufruhr hat es noch gegeben vor 5 Jahren, wir erinnern uns zurück, da gab es doch sehr viel Widerstand auch, doch mittlerweile ist es eine Begegnungszone, in der sowohl die Fußgänger als auch die Radfahrer, als auch die E-Bike-Fahrer und auch vereinzelt die Autos, sprich Zulieferer und auch Taxis, einen Platz haben. Man sieht eine positive Bilanz nach diesen ersten 5 Jahren und neue Begegnungszonen in Wien, die sind auch zu erwarten. Welche das sind, darauf können wir gespannt sein.